Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Autsch. Elektrokacke, Alter. Finally. Ein Herzteil. Cool. Und von hier aus geht's dann weiter, nehme ich mal an. Oder so. Ich weiß nicht, ob es so gedacht war, dass wir das jetzt hier schon entdecken, aber. Was soll's. Zack. Ich glaube, jetzt muss ich mal die Aurasuche verwenden. Genau diese Richtung, ja? Okay. Oh doch, ich erinnere mich, da hinten war irgendwas Wichtiges. Doch, doch, hier hinten an dem Gebäude war irgendwas. Es waren nicht die Insekten das Besondere, was ich meine. Ja, also so ist es nicht. Ah, aber hier können wir erstmal eine weitere Abkürzung schaffen. So. Lagerhalle. Freigeschaltet. Dann ab in die Lagerhalle. Irgendwas war hier. Das sieht doch aus wie der andere Ort, wo wir Zeugs freigeschaltet haben. Belastend. Nervt mich, Alter. Und los. Da müsste der Stein sein, oder? Der Zeitstein? Ja. Der muss ja in der Mitte vom Raum sein, damit der ganze Raum hier in der Zeit reist. Yeah.
Und tot ist er. Und weg ist er. Und das sind nur 5 Rubine. Das holt sich eher so semi. Ja, da komme ich so nicht hoch. Da hinten ist noch einer von euch. Ein goldener Schmuckschädel. Und 5 blau. 5 blaue Rubine, 5 Rubine. Ich habe eine Idee, und zwar hat die mit diesem Fass zu tun. Nee, das bekomme ich nicht hier hoch, richtig? Komm her, sei aggro. Mich so smart. Problem gelöst. Und was ist hier drin für Hilfreiches? Den Erz. Oh Mann. Autsch. Okay, das war's. Macht einfach der Käfer für uns. Braver Käfer. Welche Deko-Kerne, ey. Hä? Na egal.
unbedingt eine Lösung für dieses Speicherplatzproblem finden, wenn ich weiter so im Voraus aufnehme, ey. Ein Monsterhorn. Oh, wow. So viel hilfreiches Zeug. Jetzt müssen wir auch noch mal einmal über das ganze große Wüstenareal latschen. So, wir müssen jetzt genau richtigerweise noch mal. Okay, zeigt mir nur das an, richtig? Ja. Ja, Handy, was ist denn los? Mein Gott, ey. Eine YouTube-Benachrichtigung, eine E-Mail und eine Twitch-Benachrichtigung gleichzeitig angekommen, ey. Kein Wunder, dass das Ding durchdreht. Okay, da komme ich noch nicht hoch. Belastend. Dich brauchen wir nicht. Zumindest jetzt gerade. Da hinten wieder hin, indem ich den ganzen Weg zurückklatsche, oder? Den ich gerade gekommen bin. I believe that might be possible. Ach, Gottchen, ey. Ich meine, wir könnten auch die Abkürzung nehmen, indem wir uns kurz in Wolkenhaut schicken lassen und dann wieder hier landen. Das ist übrigens die Art und Weise der Schnellreise, die man in diesem Spiel machen kann. Da hinten. Zeigt mir den großen Schalter natürlich auch an. Da hinten. Dim. Problem gelöst. Alles, was mich jetzt hier angreifen will, wird durch den Zeitstein zurückverwandelt in das, was es war. Zum damaligen Zeitpunkt.
Komm, ich will wissen, was diese großen Vögel waren damals. Noch gar nichts. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast die richtige Kombination der drei Schalter gefunden. Begib dich nun zum Hauptschalter am Raneh-Steinwerk. Nein, ach, nee, fei, das ist ja mal eine Info. Also, sie haben sie runtergetunt, aber das ist immer noch. Sie ist die Queen der unnützen Informationen. Und einer der beiden Knochenjungs lebt wieder. Ah, auch die Dinger bekommen Fallschaden. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Symbole auf den Hebeln dieses Hauptschalters stimmen mit denen der drei bereits betätigten Schalter überein. Ich gehe davon aus, dass zwischen ihnen ein Zusammenhang besteht. Ja, ach nee, du dummer Nudel. Genau. Und all dieser Blödsinn nur, weil ein gewisser jemand, die Dame, die uns vorhin beleidigt hat, vorhin im letzten Dungeon am Ende beleidigt hat, ja, eine unnötige Explosion ausgelöst hat. Denn dass die Explosion unnötig war, wissen wir ja dank unseres Goronenfreundes. Der stand ja, der hat ja gesehen, hat die Explosion ja gesehen und der weiß ja, dass die Explosion unnötig war, weil er die ganze Zeit da stand. Ergo hält ihn niemand weiter auf als mich und nicht unsere Feinde. Das ist eine dumme Nudel, ey. Raneh-Steinwerk. Nächster Dungeon. Die Dungeons waren zum Glück nicht allzu kompliziert, die ersten beiden. Ich hoffe, dass dies auch für den dritten gilt. Da drin. Ein roter Rubin. Ich krieg eine Krise. Und ich glaube, es wäre tatsächlich klüger gewesen, hätten wir uns hier einen Ausdauertrank geholt. Huch. Statt einem Schildtrank.
Ich muss mal kurz anders hinsitzen. Ich habe jetzt nämlich schon mehrfach mit dem Joy-Con gegen den Schreibtisch geschlagen. Alter Schwede. Um Gottes Willen, ey. Ich hasse diesen Typen. Na endlich. Verdammte Axt, ey. So bekämpft man die. Auskommt. Du hast 10 Bomben erhalten. Ich habe jetzt nicht vorgelesen, was die Bomben machen, weil wir haben ja Bomben bereits erhalten, also. Um da weiterzukommen, brauchen wir entweder einen Schlüssel oder das Dungeon-Item. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, gütiger Gandhi. Alter, das sieht schon wieder... Bitte einmal Facepalm-Minen hier einbauen. Ich im Schnitt, danke. Dungeon-Cutter? Nein, ein kleiner Schlüssel. Na gut, wir gucken. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Dann heißt es jetzt zurückgehen und den kleinen Schlüssel verwenden. Der Dungeon ist auf jeden Fall jetzt schon komplizierter als die anderen beiden. Merklich. Oh mein Gott, wie viele von diesen großen Räumen gibt's? Oh mein Gott! Wächter gab's ja hier schon! Na, guckt euch das Ding mal an, das sieht doch aus wie ein kaputter Wächter. Okay, die Dinger gehen kaputt, das ist so. Ich
sehe jetzt schon, was hier passiert in diesem Raum. Ich sehe es jetzt schon, was hier in diesem Raum passiert. Wir aktivieren den Zeitstein und müssen den Raum dann in der anderen Richtung durchqueren. 100%. Okay, warum ist da eine Leiter, die hin zum Treibsand führt? Das ist nicht gut, ey. Oh, me have an idea. Me have an idea. Me have an idea. Like I said, me have an idea. Das ist so eine Druckplatte, die nicht aktiviert bleibt, glaube ich. Ja, und jetzt müssen wir den Zeitstein aktivieren und dann den Raum durchqueren. Das sind Wächter, guckt euch das an! Ich meine, eigentlich gab es ja diese Laserwächter schon immer in Zelda, aber... Jetzt wissen wir... Wer die Wächter gebaut hat. Jetzt wissen wir, wer diese Wächter gebaut hat. Das gleiche Volk, was diese kleinen Mini-Roboter gebaut hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man dieses Band entlang klettern muss später. Vielleicht ja jetzt. Dieser Dungeon ist so, so kompliziert, ey. Krank. Okay, ich würde von da wieder hier hinkommen, aber... Deswegen muss ich das noch gar nicht ausprobieren. Dafür, dass das hier eigentlich eine aktive Mine gewesen sein soll damals, oder ein aktives Herzstein-irgendwas-Werk, ist das hier ganz schön tödlich, ey. Ich spiele es auch nur noch. Also der Part, der wird ein bisschen länger, denke ich. Oder? Ne, wisst ihr was? Das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Wertung da, möge die Macht mit euch sein und tschüss.